Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Part in Shrouded. Im heutigen Part möchte ich euch alle neuen Inhalte zeigen, die das Update Souls of the Frozen Frontiers für euch bereithält. Und das sind einige, also schnappt euch Popcorn und lehnt euch zurück. Vielen Dank an der Stelle auch an G-Portal fürs Sponsoren dieses Videos, dazu aber später mehr. Mit dem Update haben wir natürlich auch wieder ein neues Biom bekommen, und zwar das Bergbiom. Hier gibt es nicht nur eisige Flüsse, auf denen wir den Moonwalk machen können, es gibt auch große gefrorene Seen. Außerdem finden wir auch Schnee im neuen Gebiet, was natürlich perfekt zur Jahreszeit passt. Wir gucken uns das Ganze natürlich auch mal für euch auf der Karte an. Hier zeige ich euch, wo ihr die neuen Eingänge findet. Wenn wir hier von der Nomadenanhöhenwarte gehen, dann geht es einfach quasi einmal hier rein. Bei mir jetzt noch nicht freigeschaltet, aber hier führt ein Weg rein und hier der andere. Es gibt also zwei neue Zugänge zum neuen Gebiet und wir können uns ja auch mal das neue Gebiet auf der Karte anschauen. Das ist aktuell so, ihr seht schon, hier hört es dann auf. Leider habe ich noch nicht alles freigeschaltet, um euch das konkret zu zeigen. Aber so habt ihr zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, wo ihr das neue Gebiet betreten könnt. Und weil wir gerade von Schnee reden, ein neues Feature ist auch, dass man jetzt frieren kann. Dazu aber später mehr. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Update wieder neue Standorte für Miasma-Wurzeln mit neuen und altbekannten Feinden. Neue Geschichtszeiten warten auf euch, sowie jede Menge neue Erfolge. Außerdem kann euer Charakter jetzt auch auf Stufe 35 aufsteigen. Also nichts wie los und ein paar Feinde klopfen. Was auch neu dazugekommen ist, ist der sogenannte Aufwind. Das sind diese, ja, wie soll ich es denn nennen? Diese Strömungen, die hier über dem See sind, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr sie. Und die sind natürlich super gut, um euch auch weiter in die Luft zu katapultieren. Was auch dazu gekommen ist, was richtig cool ist, ist Regen und Schneefall. Leider kann ich es euch gerade anhand eines Beispiels nicht zeigen, aber vielleicht kommt es ja später noch dazu. Und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch wieder eure Flamme stärken. Hierfür braucht ihr natürlich die neuen Materialien. Und damit kommen wir zu diesem Punkt, und zwar zu den Überlebenden. Zu den Überlebenden hinzugekommen sind nämlich auch die Assistenten bzw. die Stadtbewohner. Bei den Assistenten ist es so, dass die, wie der Name schon sagt, assistieren. Das heißt, wenn ich zu einem Assistenten gehe, dann kann ich bei diesem auch Sachen herstellen. In dem Fall kann ich hier Essen, Tiernahrung und alles, was eigentlich so die Bäuerin kann, auch bei ihm herstellen. Das heißt, ihr könnt den zum Beispiel in eure Zweitbasis stellen und die Bäuerin in eurer ersten lassen. Das machen also die Assistenten und die Stadtbewohner. Im Prinzip machen sie gar nichts. Ich kann sie hier auch ansprechen und ihr seht, bei ihr habe ich keine Auswahlmöglichkeiten. Die Stadtbewohner sind einfach nur da, dass sie eurer Base, eurer Stadt oder was ihr auch immer gebaut habt, ein bisschen Leben einhauchen. Und damit kommen wir auch zu diesem Symbol, was wir ja gerade schon gesehen haben, bei der Flamme. Das bedeutet einfach nur, dass euer Überlebender, euer Assistent oder euer Stadtbewohner ein Bett braucht und ein Dach über dem Kopf, damit er sich auch wohlfühlt und damit er auch zu der Zahl dazu zählt, die ihr braucht, um eure Flamme aufzuwerten. Wenn er jetzt kein Bett und kein Dach über dem Kopf hat, dann wäre dieses Symbol jetzt rot. Außerdem können wir auch jetzt einen Aktionsradius einstellen von 0 Meter. Das bedeutet, der jeweilige Bewohner bleibt auf der Stelle stehen. Wir können 10 Meter einstellen, 30 oder 50 Meter. Dementsprechend weiter entfernt er sich dann von der Base. Also, wenn ihr eure Flamme aufwerten wollt, dann schaut auf jeden Fall, dass all eure Bewohner auch ein Bett und einen Unterschlupf haben. Zuweisen könnt ihr das Ganze mit dem Beschwörungsstab. Den nehmt ihr einfach in die Hand. Und ihr seht zum Beispiel hier, bei dem Bett ist belegt von Valerie der Bardin. Ich könnte jetzt aber auch hergehen und das Bett an Marianne Reed zuweisen, was ich jetzt auch gemacht habe. Dementsprechend hat unsere Bardin jetzt kein Bett mehr und ihr seht, bei ihr leuchtet dann das rote Symbol auf. Mit den Betten können eure Bewohner jetzt natürlich auch schlafen, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wenn ihr euch ein Doppelbett gebaut habt, dann könnt ihr beide Schlafplätze jeweils einem Bewohner zuweisen. Wenn wir schon dabei sind, über die neuen Bewohner zu sprechen, dann sprechen wir doch auch gleich mal über die Nutztiere, denn davon gibt es 6 an der Zahl sowie 8 verschiedene Haustiere. Die beinhalten dann Hunde und Katzen. Wir zum Beispiel haben jetzt hier einen Bison, von dem wir jetzt auch
Rohwolle geerntet haben, was uns zum nächsten Punkt bringt. Jedes Nutztier bietet euch dann unterschiedliche neue Materialien, die ihr dann natürlich dafür braucht, um gewisse Sachen herzustellen. Die Nutztiere müsst ihr euch zähmen und dafür geht ihr zur Bäuerin, schaut in ihr Inventar und ihr seht, hier könnt ihr euch zum Beispiel neue Hundekissen herstellen, Katzenkissen oder generell ein Nutztier oder ein Yak-Kissen. Genau, es ist ein Yak, was die Wolle gibt. Dann haben wir natürlich auch noch verschiedene Näpfe, genauso wie verschiedene Futtersorten und auch Köder. Und diese Köder braucht ihr eben, um ein Tier zu zähmen. Und ihr seht schon, es gibt Ziegen, es gibt Hasen, Katzen und Hunde, dann gibt es Feenwild, Rotschwanzfutter und Jackfutter. Wie genau das Zähmen geht, habe ich in einem anderen Video, das ich euch gerne in der Beschreibung verlinke, oder ihr schaut natürlich einfach auf meinem Kanal vorbei. Und wenn wir schon bei der Bäuerin sind, dann gibt es natürlich auch jede Menge neue Sachen, die ihr an Essen erlernen könnt, wie zum Beispiel die Kürbissuppe, den Bergkräutertee oder die gelbe Leuchtsuppe. Natürlich waren das nicht alle, da sind noch viele mehr, aber die könnt ihr natürlich auch gerne selbst erkunden. Jedes von diesen Gerichten gibt euch dann natürlich zusätzlich auch noch Buffs. Hier die Kürbissuppe zum Beispiel gibt euch +2 Frostbeständigkeit. Das Gulasch gibt euch +3 Frostbeständigkeit. Und was es mit der Frostbeständigkeit auf sich hat, das zeige ich euch später. Wir kommen jetzt erstmal zu den neuen Baublöcken, die es im Spiel gibt. Das ist einmal der Nadelbaumholzblock, der hochglanzpolierte Granitblock, der normale Granitblock, der Obsidianblock. Natürlich gibt es auch den Granitschindeldachblock sowie den verzierten Granitdachblock. Übrigens, weil ich es gerade sehe und vergessen habe, dazu zu sagen, was die Nutztiere betrifft, die brauchen wie die Bewohner auch natürlich ein Bett zum Schlafen, eine Futter zum Essen und auch ein Dach über dem Kopf, damit es ihnen gut geht. Und was auch ganz besonders ist, die Nutztiere können auch Nachwuchs machen. Das ist auch sehr gut zu wissen. Aber kommen wir weiter zu den Baublöcken. Wir können uns ja einfach mal hier ein paar hinstellen, damit ihr auch seht, wie die so aussehen. Das erste, was ihr hier seht an Wand, ist der Nadelbaumholzblock. Das zweite, der hochglanzpolierte Granitblock. Dann haben wir hier den normalen Granitblock und hier den Obsidianblock. Und genau in der Reihenfolge haben wir dann eben auch hier die Böden. Dann gucken wir uns natürlich auch noch die Dächer an. Hier haben wir den verzierten Granitdachblock und hier den Granitschindeldachblock. Zu den neuen Blöcken gibt es natürlich auch jede Menge an neuen Möbeln, neuer Deko und neuen Handwerkstationen, die ihr euch freischalten könnt. Beim Schreiner zum Beispiel haben wir jetzt neu die Nadelholzbadewanne, die Nadelholztoilette, genauso wie das Waschbecken und die Dusche, sowie neue Tische und so weiter und so fort. Hier müsst ihr euch einfach mal bei den jeweiligen NPCs umschauen, was es alles so Tolles Neues gibt. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, hey, das finde ich bisher alles richtig geil, dann joint doch entweder meinem Discord. Hier haben wir 3 Enshrouded-Server, auf denen ihr euch austoben könnt mit ganz unterschiedlichen Projekten. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt selber einen eigenen Server haben, dann kann ich euch nur G-Portal ans Herz legen. G-Portal ist einer der führenden Anbieter, wenn es um Serverhosting geht. Und G-Portal arbeitet auch mit vielen Publishern zusammen, unter anderem zum Beispiel mit Keen Games und Enshrouded oder mit Funcom und Conan Exiles. Und auf der Website findet ihr über 100 Spiele, bei denen ihr euch einen eigenen Server mieten könnt. Das ist auch wirklich alles ganz easy. Seid ihr auf der Startseite, dann seht ihr hier zu allen Servern, klickt das an, scrollt ein bisschen nach unten und hier könnt ihr entweder nach einem Spiel suchen oder ihr geht einfach hier die Liste durch. Aktuell, wie ihr seht, ist auch ein Black Friday Sale, wo ihr zusätzlich noch richtig viel sparen könnt. Und wenn ihr meinen Link in der Infobeschreibung anklickt, dann könnt ihr auch nochmal zusätzlich 10% sparen. Wir geben mal Enshrouded ein. Klicken auf Jetzt bestellen und hier habt ihr jetzt natürlich eine große Auswahl. Ihr könnt natürlich entweder sagen, ich möchte das Ganze 30 Tage lang testen mit 10 Slots, dann kostet euch das Ganze aktuell 8,45 Euro. Ihr könnt natürlich auch 90 Tage nehmen oder 30 Tage mit unterschiedlichen Slots oder ihr erstellt komplett eure eigene Konfiguration, dann klickt ihr auf Jetzt bestellen. Und es öffnet sich diese Seite, bei der ihr wirklich individuell alles einstellen könnt, wonach es euch beliebt. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, hey Leute, ich will 167 Plätze für 30 Tage in Enshrouded. Klar, wir wissen alle, das geht leider wegen der Performance nicht. Ist auch nur ein Beispiel, dann könnt ihr das Ganze hier einfach einstellen. Klickt auf Weiter und folgt dem Bezahlprozess. Wenn ihr das dann alles erledigt habt, habt ihr natürlich auch ein Konto, ihr loggt euch also einfach ein, klickt dann auf meine Server und hier seid ihr in eurem Dashboard. Ihr könnt dann hier, indem ihr auf dieses Bild
zeigt, auch eure Einstellungen treffen. Unter anderem könnt ihr natürlich den Servernamen ändern und eben hier auch die ganz vielen verschiedenen Einstellungen, die ihr im Spiel treffen könnt, hier auch personalisiert auf euch einstellen. Ja, und im Prinzip war es das alles schon. Es dauert also keine 3 Minuten, bis euer Server online ist. Und auch der Kundenservice ist mega gut, denn der ist nämlich 24/7 für euch erreichbar. Also, wenn das Ganze euer Interesse getroffen hat, dann geht gern über meinen Link in der Infobeschreibung auf G-Portal. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle an euch. Wir machen natürlich jetzt hier wieder weiter mit den Sachen, die auch sonst neu so im Spiel sind. Denn es gibt natürlich auch neue Terra-Materialien, wie wir schon gesehen haben. Und zwar ist das zum Beispiel Granit, gehärtetes Leder, es gibt Amethyst. Dann natürlich auch neue Pflanzen, wie zum Beispiel den Eisenhut. Hier haben wir den Kürbis. Dann gibt es Kohle, genauso wie Obsidian. Mauvain, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Es gibt auch Silber. Rohwolle habt ihr schon beim Jack gesehen. Es gibt aber auch die Struppelziegenmilch. Die bekommen wir natürlich dann von Ziegen. Eis, selbstverständlich auch ein neues Terra-Material. Genauso wie die Nadelbaumstämme oder die Wolle. Und natürlich gibt es auch wieder neue Pflanzen, die ihr pflanzen könnt. Und am Pflanztisch habt ihr natürlich auch wieder neue Bäume und Sträucher, die ihr machen könnt. Ja, das war jetzt schon viel Inputs an Neuerungen, aber wir sind noch lange nicht fertig. Denn es gibt natürlich auch wieder neue Rüstung, die ihr bei den jeweiligen NPCs craften könnt. Wir schauen uns das mal an. Gehen wir mal zum Schmied, schauen hier auf die Rüstung. Hier habt ihr beispielsweise das Wolfszahn-Set. Dann haben wir das verwegenen Stier-Set. Bei der Jägerin haben wir dann das Frostschlitzer-Set, das Gebirgsjäger-Set und das Vorreiter-Set. Natürlich sind alle Rüstungen wieder auf die jeweilige Skillung bezogen, was uns zum nächsten Punkt führt, und zwar zu den Fähigkeiten. Denn hier gibt es auch eine spezielle neue, den Bruchlandungshaken. Mit dem könnt ihr nämlich euren Greifhaken dafür benutzen, um fliegende Gegner an euch zu ziehen. Leider kann ich es mir jetzt gerade nicht freischalten, aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, was damit gemeint ist. Und jetzt kommen wir dann endlich mal zur Frostbeständigkeit. Ihr seht schon, ich habe an meinem Bildschirmrand sozusagen so eine kleine Eisschicht und es heißt, es ist gefroren und mir ist kalt. Das seht ihr an der kleinen Symbolleiste unter eurem Ausgeruht-Symbol. Das heißt, ich muss mich irgendwie wärmen. Ihr habt ja gesehen, dass die verschiedenen Rüstungen auch schon Frostbeständigkeit bieten. Meine zum Beispiel hier hat +4 Frostbeständigkeit, +2, die Handschuhe +1, die Hose +2 und so weiter. Aber nicht nur das gibt euch Frostbeständigkeit, sondern eben auch euer Barfood, wie zum Beispiel das Gulasch, Kürbissuppe. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Taschenwärmer. Das schaltet ihr frei und könnt es dann craften. Da habt ihr dann, ich glaube, 3 Stück, die aktiviert ihr und habt dann auch für eine bestimmte Zeit Frostbeständigkeit. Die ist auch sehr wichtig in dem neuen Gebiet, denn nur mit einer guten Frostbeständigkeit könnt ihr hier natürlich auch weiterkommen. Ihr seht schon, bei mir sind es jetzt 16 Minuten. Deswegen werden wir natürlich jetzt auch nochmal was essen, was die Frostbeständigkeit erhöht. Und ihr seht, jetzt sind es 22 bzw. 23 Minuten. Hier am Anfangsgebiet ist es mit der Frostbeständigkeit noch nicht so wichtig. Ab der Warte dann aber solltet ihr gucken, dass ihr schon mal ausgerüstet seid. Das Fleisch, was ich euch gezeigt habe, das gibt auch Frostbeständigkeit, wenn ihr es bratet. Und damit solltet ihr eigentlich gut ausgerüstet sein. Natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz, denn es gibt wieder 4 neue Notenblätter, die ihr finden könnt. Und was auch ziemlich geil ist, bevor wir jetzt was richtig Cooles anschauen, wir haben hier Schneebälle, mit denen wir schmeißen können. Da zum Beispiel auf ihn, aber ich treffe ihn leider nicht. Und auch die Beschreibung ist recht lustig. Ein klumpiger Ball aus Schnee, er ist harmlos, solange keine Steine drin sind. Ich glaube, ich bevorzuge aber trotzdem lieber meinen Hammer. Natürlich gab es auch noch technische Verbesserungen sowie visuelle Updates, aber da brauche ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, wenn ihr auf Escape drückt, dann ist euer Spiel jetzt pausiert und läuft quasi nicht weiter. Und was natürlich auch richtig cool ist bei dem Update, es gibt eine neue mächtige Kreatur und die sehen wir, glaube ich, da oben. Ja, und wie wir es schon von unten gesehen haben, das ist quasi der neue mächtige Boss aus Souls of the Frozen Frontiers. Ich will ihn jetzt ehrlich gesagt noch nicht bekämpfen, denn dafür warte ich, bis mein Let's Play dann auch soweit an der Stelle angekommen ist. Und ihr seht, was wir vorher hatten mit dem dynamischen Wettersystem, hier oben schneit.
Was wir jetzt aber zu Ehren des Drachen machen können, wir setzen ihm jetzt ganz viele Feuerwerke, denn die sind auch neu im Spiel. Aber ich glaube, da kommen wir dann an Silvester nochmal zurück. Ja, meine Lieben, somit habe ich euch alle neuen Inhalte vorgestellt, die es mit Source of the Frozen Frontiers mit sich bringt. Schaut euch gerne auch meine anderen Videos an, in denen ich dann auch immer wieder erkläre, wie was funktioniert und in denen wir gemeinsam das neue Gebiet erkunden. Ich wünsche euch an der Stelle einen schönen Sonntag und einen wunderbaren ersten Advent. Bye!